Alexander hat 9 Murmeln und Emily hat 5 Murmeln. Die Frage ist, wie viel mehr Murmeln hat Alexander verglichen mit Emily? Klick mal auf Pause und schau, ob du das allein herausbekommst. Jetzt machen wir es zusammen, okay? Vorschlag, ich male das einmal für dich auf. Zuerst male ich Alexanders Murmeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und Emily hat 5 Murmeln. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wie viel mehr Murmeln hat Alexander verglichen mit Emily? Das können wir doch gut in unserem Bild hier sehen. Diese Murmeln gehören Alexander. Bis 1, 2, 3, 4, 5. Bis hier ist das die gleiche Anzahl an Murmeln für Alexander und Emily. Und dann hat der Alex noch 1, 2, 3, 4 mehr Murmeln. Wie kannst du dieses Problem noch angehen? Also Alexander hat 9 Murmeln. Wenn du jetzt hier die 9 hast und die Anzahl von Emilys Murmeln subtrahierst, dann weißt du, wie viel mehr Murmeln Alex hat. Das ist die Differenz zwischen 9 und 5. Du rechnest also 9 minus 5. Und das ist dann gleich 4 Murmeln. Also Alexander hat 4 mehr als Emily. Jetzt lass uns noch so eine Aufgabe machen. Aufs Tablet damit! Noah frankiert 2 Briefe. Ein schwerer Brief bekommt 8 Briefmarken. Ein leichterer Brief bekommt 5 Briefmarken weniger. Wie viele Briefmarken kleben auf dem leichteren Brief? Wie immer bitte ich dich, auf Pause zu klicken und selbst darüber nachzudenken. Beim Lösen solcher Aufgaben hilft es, die gegebenen Informationen aufzuschreiben. Schreibe also auf, dass der schwere Brief 8 Briefmarken hat und dann, dass der leichtere 5 weniger hat. Im Text steht nicht direkt, wie viel auf dem leichten Brief kleben, das sollen wir herausbekommen. Wie viele Briefmarken kleben auf dem leichteren Brief? Aber wir wissen, es sind 5 weniger. 5 weniger als was? 5 weniger als 8 Briefmarken. Das kannst du so aufschreiben. 8 minus 5. Also 8 weniger 5. Das sind die 5 weniger als 8. Da kommt dann 3 heraus, genau. Der leichte Brief hat also 3 Briefmarken. Du kannst dir das auch anschaulich aufmalen. Der schwere Brief bekam 8. Also hier male ich jetzt mal 1, 2, 3, 4, gleich da, 5, 6, 7 und 8 Briefmarken. Okay, so viele Briefmarken kleben auf dem schweren Brief. Der leichtere bekam 5 weniger, also 1, 2, 3, 4, 5 weg damit. Und wie viele sind dann übrig? Diese 3 Briefmarken sind übrig. Das ist die Anzahl der Briefmarken auf dem leichteren Brief.